Gute Seelen reisen immer in Gesellschaft. Wie unsere Asiago GU-Käsesorten. Der frische Asiago mit seiner milden, zarten Seele und der gereifte Asiago mit seiner würzigen, markanten Seele. Lust auf ein natürliches Geschmackserlebnis? Hier kommt das Rezept für den frischen Asiago GU. Begonnen wird mit einer guten Portion tausendjähriger Tradition. Die Hauptzutat ist vollfette Kuhmilch. So natürlich, so mild und ganz frisch gemolken. Wir fügen Lab aus Kälbermägen hinzu und lassen alles ruhen. Alle Zutaten werden von erfahrenen Händen liebevoll miteinander vermengt. Noch eine Prise Salz für das gewisse Etwas. Dann wird die Casein-Plakette mit der Kennnummer angebracht, denn unser Asiago-Käse besitzt einen ordnungsgemäßen Reisepass. Nun beginnt eine sehr wichtige Phase, das Pressen. Nach dem Pressen muss der Käse kurz reifen, mindestens 20 Tage lang. Danach kann er es kaum noch erwarten, auf Ihren Tisch zu kommen. Bald werden Sie ihn genießen können. Seine Rinde wird mit dem Asiago-Logo gekennzeichnet, das für die Einzigartigkeit und Echtheit des Käses birgt. Er ist ganz einfach unnachahmlich und darauf kann er stolz sein. Das Ganze wird mit viel Zartheit, einem unvergleichlichen Geschmack und dem Charakter eines Bergkäses verfeinert. Und jetzt erwartet Ihren Gaumen ein einmaliges Geschmackserlebnis. Frischer Asiago und gereifter Asiago GU. Milchbrüder. Und welchen Asiago ziehen Sie vor?